Mit Gerald Melzer und Dominik Thiem stehen zwei Debütanten ab Freitag im Davis Cup in Bratislava auf dem Platz. Andreas Heidermaurer traut aber auch dem jungen Team Punkte zu. Wir fahren jetzt mit einem ganz neuen Team hin, mit zwei Debütanten sehr, sehr starke Spiele. Jetzt mit Gerald und mit Dominik, die in den letzten Wochen sehr aufgezeigt haben. Ein gutes Potenzial haben. Dominik sowieso unglaubliches Tennis spielt und eine große Karriere für ihn hat. Und ich glaube, wir fahren mit einem sehr starken Team dahin. Das Selbstvertrauen ist groß. Bestärkt wird dieses auch von Ex-Doppelspezialist Alexander Antonitsch. Dominik Thiem als Nummer 1, wenn man das einer vor einem Jahr gesagt hat, hätte ich gesagt, das glaube ich nicht. Ja. Aber das ist einmal sehr, sehr erfreulich. Weiters ist sehr erfreulich, dass der Bruder, der Gerald Melzer, der Bruder vom Jürgen danach kommt. Wir haben den Alex Bär wieder an Bord als drittbesten Doppelspieler der Welt. Doppelspezialist Alexander Peyer bringt am meisten Erfahrung mit. Er gibt ein ganz klares Ziel vor. Das Ziel ist ganz klar der Aufstieg in die Weltgruppe und der erste Schritt muss eben über 3 Punkte in Bratislava folgen. Und ja, wie wir die holen, ist vollkommen egal, aber irgendwie brauchen wir 3. Mit einem jungen Team zurück zu den alten Erfolgen. Ab Freitag können gegen die Slowakei die ersten wichtigen Punkte geholt werden.